Und willkommen zurück zu meiner Survival-Welt. Ja, ihr habt es wahrscheinlich jetzt im Schnelldurchlauf gesehen. Es war eine Strapazie, in den neuen 1.8-Teil zu kommen. Ich weiß nicht, erst bin ich aus Dummheit im Kreis gelaufen, unbewusst. Also, das macht man automatisch in Minecraft, das ist einfach so. Ja, und dann ist Minecraft etliche Mal gecrashed, bis ich es jetzt geschafft habe, aus dem Boot auszusteigen. Ich glaube, ich werde nicht mehr so oft Boot fahren, zumindest nur noch langsam. Und jetzt geht es wirklich los. Da hinten, hinter mir ist die alte Welt, die 1.7er Welt. Und ab hier, ab diesem Biom, sag ich mal, beginnt dann das neue, ja, 1.8 Gebiet. Mit den neuen Blöcken, mit den neuen Tempeln eventuell. Es ist eine hohe Chance hier im Meer. Und ja, genau jetzt beginnt es. Ich habe da vorne eine Höhle gesehen. Und ja, endlich haben wir es geschafft, in ein neues Gebiet zu kommen, was schon ein ziemliches Wunder, ja, ist. Ja, weil wir einfach unfähig sind, oder ich zumindest. Und das sehen wir schon, den neuen Block. Ich glaube, ich habe nichts verloren. Ich bin kurz in Game Mode gegangen und dann wieder nicht. Ich schau mal kurz. So, okay, passt alles. Ja, leckt ziemlich. Also ich muss sagen, die 1.8 geht. So, das hat sogar so ein Specs-Texturen, das sollte, ich weiß nicht, wie es heißt, Diorite, das ist Diorite. So, da bauen wir mal gleich was ab und das müsste Endzeit oder so heißen, ne? Ne, Granit. So, ja, genau die beiden, so. Sogar mit Specs-Texturen, okay, das ist ja schon ein großes Vorkommen, die nehme ich natürlich mit. Okay, das ist ganz schön viel, aber erstmal reicht mir ein Stack oder so. Ich weiß gar nicht, kann man die zu viert zusammencraften? Ja, ein Smooth. Okay. So, dann nehmen wir was mit. Was hat sich eigentlich so wirklich geändert? Naja, es gibt jetzt ein höheres Chunk-Loading, die ganzen Tempel, die ganzen neuen Blöcke. Ich finde vor allem die neuen Blöcke interessant. Die zwei hier, die interessieren mich, ja, mehr oder weniger ein bisschen. Ist jetzt nicht so geil, aber mich interessieren vor allem die Unterwassertempel. Okay, ja, da war dieser Chunk-Bug der 1.8. So, weil die haben ja so geile grüne Blöcke und bekanntlichermaßen ist eigentlich grün, ja, schon meine Lieblingsfarbe. Ach ja, was ich noch erzählen kann, ist, dass es ab der, ja, ich denke mal 1.8,
ja, irgendwelche Pre-Releases oder so, gibt es jetzt hier auch Höhlen in diesem Biom. Das gab es vorher nicht. In der Wüste gibt es jetzt auch Höhlen, aber das gab es, glaube ich, schon länger. Ich weiß es nicht. Zumindest gibt es jetzt in dem Biom, wo es vorher keine Höhlen gab, Höhlen. Das finde ich schon mal super. Und ich denke, wir machen uns gleich wieder mit dem Boot weiter. Aber diesmal sind wir vorsichtig. Denn, wie wir wissen, kann das ziemlich schief gehen. So. Hier auf geht's. Die Werkbank lassen wir stehen. Wir haben ja noch 4. Okay, mal schauen. Wir müssen halt schauen, dass es regeneriert. Ich weiß, die Frames, die fallen jetzt unter 30. Das ist unertragbar. Also, ja, ich finde 1.8 hat dringend ein Update nötig. Die paar Pre-Releases sind natürlich schon rausgekommen. Aber das ist jetzt nicht so das Perfekte, ne? Und jetzt beginnt schon wieder die Nacht. Och Gott, ist das schrecklich. Kann man eigentlich essen? Ja, wenn ich Hunger hätte wahrscheinlich. So, da müssen wir aussteigen erstmal. Damit es nicht wieder rumbackt. Warte mal. Wie zerstört man eigentlich ein Boot? Müsste das nicht mit der Faust abbauen gehen? Oder nur wenn man... Okay, das schwimmt jetzt unendlich weiter. Ich kenn's doch. Tschack! Oh Mann, bin ich schlecht. So. Wie gehen wir nach da drüben? Ich baue doch mal mein... Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Ich gehe wieder rein. Weil da hinten sehe ich anscheinend eine Standardwelt. Also Plains mit Bäumen. Und rechts sehe ich... Steine. Könnte Extreme Hill Biom sein. Und da unten, das sieht man... Oh mein Gott! Oh mein Gott, ein Unterwassertempel. Leute. Wir haben Full Iron, aber die Viecher sind stark. Extrem stark. Das ist ein Unterwassertempel, oder? Leute, wir haben einen Unterwassertempel gefunden. Wie geil ist das denn? Krass, das freut mich. Das freut mich richtig hart. Erstmal aussteigen, boah. Also wir merken uns, die Viecher sind extrem stark. Oh, da ist schon eins gespawnt. Ich glaube, das hat so einen Spawn-Radius von so ein paar 10 Blöcken oder so. Also so 30, 40 Blöcke. Mit Full Iron, ein bisschen Schutz vielleicht. Ja. Ist das sehr, 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 sehr gefährlich. Ich weiß gar nicht, wie man da vorgeht, wirklich. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, das sieht man schon, die Strahlen. Also, ohne Witz, damit ist erstmal nicht zu spaßen. So, wir steigen aus, angeln unser Boot mehr oder weniger nicht. Mehr oder weniger, eher weniger. Und wir schauen mal, wir töten natürlich erstmal hier die Standard-Mobs. So, die FPS sind hier extrem gering. Ich schalte mal meine Render-Distanz kurz runter auf 10. Das reicht mir mehr als genug, damit ich ein bisschen flüssiger spielen kann. Das könnte durchaus noch wichtiger werden. So. Jetzt haben wir hier so einen unnötigen Bogen. Hier haben wir dieses Hammelfleisch von, ja, Schafen. Und ja, es ist... Ja, da gibt's 4, 8 Goldblöcke, glaube ich, in der Mitte. Das ist... Ja, das sollte ein OP-Apfel sein. Ja, wir sehen ja, die Strahlen... Die sind extrem krass. Ich schau mal kurz, kann man unter den Einstellungen durch Grafik hier bei Effekte, wo waren Effekte, Partikel verringert? Minimal. Nee, das hilft mir nicht weiter. Das ist richtig hart. Ich würde auf den Tag abwarten, aber wir müssen uns mal eine Taktik vorgehen oder überlegen zumindest. So. Also, wir haben 16 Pfeile. Das ist natürlich nicht das Optimum. Wir können ja mal schauen, wie viel Schaden die Viecher machen. Aber ich würde mir persönlich erstmal einen Steg dahin bauen. Ich weiß, es klingt extrem bescheuert, aber ich denke, der könnte uns helfen. Weil wenn wir da mal raus sind aus dem, ja, Wasser, dann können die uns auch keinen Schaden machen. Deswegen denke ich erstmal hier. Das wird schon mal sehr schwer. Das sag ich euch mal. Und dann können wir auch schnell wieder zu Land. Aber ich meine,
Ob wir sterben werden, kann ich nicht sagen. Ja, wir nehmen Dirt. So. Wir können uns mit Fackeln die ganze Zeit Luft holen unter dem unterm Wasser. Das sollte deshalb nicht das Problem sein. Oh mein Gott. Alter, ich bin ja nicht so, dass ich mich erschrecke, aber das kam plötzlich. Ich kenne es ja schon, aber das hat mich gerade übelst geschockt einfach. Ich dachte schon, es springt aus dem Wasser oder so. Okay, da ist so ein Vieh. Also ich glaube nicht, dass die außerhalb von Wasser schießen können. Wenn nicht, sind wir am Arsch. Und ja, wir können ja auch mal gleich schauen, wie viel Schaden die wirklich machen. Oh man. Die können ja auch hier an Land springen, aber dann können sie einen nicht töten. Also bezweifle ich. Hoffen wir mal. Hoffen wir mal, Leute. So, ich nehme mal den Stein hier. Ich weiß, das ist ein neuer. Aber das ist mir mal egal. Ach, das ist ja auch im Spec-Style. Das ist auch geil. Und es gibt ja auch hier die... Nee, ich glaube, die können mich nicht angreifen. Also, ich weiß nicht, wenn die mal rausspringen, ob die einen angreifen können. Müssen wir mal schauen. Und die wechseln die Farbe. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ja, die hier. Die hier wechseln die Farbe. Haben wir schon Mining Fatigue? Abbaulähmung. Oh mein Gott, die können auch an Land Schaden machen. Okay, ein Herz macht das Schaden. Abbaulähmung. Oh, warte mal. Wir haben ja Milch. Alter, die greifen einen immer weiter an. Oha, Alter, Leute. Ich glaube, das wird... Das wird nicht einfach. Warte mal, wir vergießen das am Land. Oh Mann, Alter, das wird richtig schwer. Ich habe es halt noch nie geübt oder so. Von daher. So, erstmal hier auskippen. Und dann füllen wir mal. Mit Milch. Ich weiß nicht, ob das hilft oder ob man es instant wiederbekommt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, man bekommt es instant wieder. Aber wir können es ja mal probieren. Weil ich sehe jetzt keinen Sinn darin. Oh, FPS-Einbrüche, FPS-Einbrüche. Mal schauen. Aber beruhigt sich wieder. So, wir trinken das. Und man bekommt es direkt wieder. Oh, müssen wir den Boss töten, ne? Warte mal, ich schau mal, wie lange braucht man dafür? Boah, ich weiß nicht, ob wir uns daran wagen sollen. Ich glaube nicht. Wenn ich ehrlich bin. Warte mal, wie schnell kann man das abbauen? Ach, das sind die Blöcke, oder? Nee, warte mal. Welche leuchten denn so die da unten? Ja, Leute, ich weiß, hier ist ein Tempel und der ist übelst geil. Aber, der beschießt mich. Alter, vor allem die aimen einen hundertprozentig immer. Alter, nee. Alter, what the fuck? Nee, nee. Nee, da mach ich nicht mit. Nee. Also, das ist mir jetzt deutlich zu hart. Ihr habt es ja gesehen, die machen Schaden und ich kann kaum abbauen. Ergibt für mich noch keinen Sinn, da reinzugehen, weil die auch über Land machen können. Wenn die jetzt, sagen wir mal, die könnten durch Wände das machen auch, was ich mir vorstellen könnte, dann wäre das natürlich ziemlich schwer, weil dann kann man sich nicht mehr einbauen. Ich meine, dass man es schafft, sich einzubauen mit Luft halt, mit so Fackeln, kann ich euch ja mal kurz erklären, falls ihr es nicht wisst. Man kann so Fackeln nehmen und dann jeweilig hier platzieren. Warte, das seht ihr gleich. So. Und dann kriegt man Luft. Und dann fließt das natürlich immer nach und ploppt direkt weg, aber man bekommt halt Luft. Und ja, also ich glaube, der Tempel wird viel zu schwer. Deshalb lasst mal eine positive Bewertung dafür diese erste Folge. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir entscheiden, wo wir hingehen, ob wir das machen. Und ciao.